afdal min jihad fi sabilillah. Er sagt, die Verteidigung der Sunna ist besser als Jihad fi sabilillah. Das heißt, du kannst anfangen. Deswegen, macht mit dem Imam etwas aus, dass ihr etwas lernt. Dass ihr euch zweimal die Woche trefft, einmal die Woche, dann macht ihr zum Beispiel Fiqh. Wie betet man, wie fasst man? Alles das, was du lernst, gehst du nach Hause, gehst zu deinen Freunden, dann bringst ihnen das bei. Was macht das Gebet ungültig? Wie muss man beten, wie muss man fasten und so weiter. Dann Akida. Dann lernt ihr, wie ist die Akida vom Islam? Ja? Warum soll man keine Glücksbringer anbringen? Ist verboten. Man ta'allaka tamimatan faqad ashrak. Wer ein Tamim, ein Glücksbringer anbringt, hat Schirk begangen, sagt der Prophet. Warum? Wer weiß warum? Ja, weil du sagst, guck mal, dieser Glücksbringer, der bringt mir Kraft. Kann dir nur Allah subhanahu wa ta'ala bringen. Allerdings, wer den anbringt und denkt, Allah gibt ihm durch diesen Dings Kraft, das ist kleiner Schirk. Es gibt kleiner Schirk und großer Schirk. Kann mir einer erklären, was kleiner und was großer Schirk ist? Kann mir das einer erklären? Nicht schämen. Kann einer erklären? Komm jetzt. Hände runter. Kann mir einer erklären? Erklär. Zum Beispiel, also Augendienerei heißt Ria auf Arabisch. Das ist eine Art von kleiner Schirk. Aber es gibt viele Arten von kleinen Schirk. Und ich meine, was der Unterschied jetzt ist, das ist richtig, was du sagst, zwischen kleinen Schirk und großen Schirk. Beides ist Sünde. Ja, beides ist Sünde, ist klar. Aber was ist der Unterschied in der Sünde? Ja. Ja, ja, aber ich meine, die Sekalauch Herren, aber ich meine, vom Ergebnis her. Wenn, genau, genau das ist es. Der Sekalauch Herren, guck mal, der große Schirk, wenn du großen Schirk machst, der schmeißt dich aus dem Islam raus. Dann musst du wieder rein. Wenn du so stirbst mit großem Schirk, zum Beispiel eine Kuh schlachten für Sidi so und so, im Grab so und so, oder Tawaf machen ums Grab, oder verschiedene Etikate haben, ja, dass man zum Beispiel glaubt, wie zum Beispiel im Christentum, dass Gott als Mensch auf die Welt gekommen ist, ja, sein Schirk in Esma wa Sifat und Rububiyya auch eigentlich, oder dass man glaubt, die Natur ist der Herrscher, ist der Schöpfer, das ist alles großer Schirk. Allah sagt im Koran, ja, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt den Schirk nicht, aber vergibt was darunter ist, wenn man will, Bruder, ja. Nein, es ist trotzdem auch eine Schirk. Weil wenn er sagt, die Natur hat das erschaffen, ist das auch ein Kuffer und ein Schirk in der Rububiyya. Weil Tauhid Rububiyya bedeutet, dass Allah der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher ist. Und das ist gleichzeitig auch ein Kuffer. Weil das ist sowieso etwas, was was sowieso verwandt miteinander ist. Das heißt, diese Sache wird Allah nicht vergeben, wenn man mit dieser Sünde stirbt. Deswegen muss man wissen, was ist das? Deswegen muss man das lernen. Deswegen habe ich eben gesagt, guck mal, viele können das jetzt vielleicht nicht beantworten. Deswegen meine ich, dass es sehr wichtig ist, dass man lernt. Und wie gesagt, wenn ihr Marokkanisch könnt, der Imam kann Marokkanisch, der lernt doch jetzt Deutsch. Möge Allah ihm helfen, dass er das noch schneller lernt. Dann kann er auch noch die ganzen anderen... Aber ihr könnt auch, die nicht Marokkaner sind, können ja kommen mit ihren Freunden, dass es übersetzt wird. Dann geht ihr ein Buch durch und so weiter. Was meint ihr? Macht mal 1, 2, 3 Jahre. Macht das mal. Was meint ihr, was ihr dazugelernt habt? Wie viel Baraka in der Sache drin ist? Das ist ganz wichtig. Und natürlich nicht nur für die jüngeren Leute, auch für die älteren Leute. Es ist ganz wichtig, es ist nie zu spät. Ibn Khuzaima, wie gesagt, der ist mit 40 Jahren, hat er angefangen mit Talab al-Ilm. Der ist ein Imam, ein Muhaddith geworden. Überleg mal. Stell mal vor, was du noch erreichen kannst. Und guck mal heute, wir brauchen Leute, die Religion richtig praktizieren können. Hier, wir haben jetzt in verschiedenen Städten, haben wir solche Dawa-Stände. Guck mal. Da stehen in der Stadt solche Stände, wo Broschüren verteilt werden, wo Leute dran vorbeikommen, ja, wo Sachen verteilt werden, wo die Leute Fragen stellen. Hier, du musst sein, wie das die Aufgabe der Propheten, dass du irgendwo stehst, dass du was gelernt hast. Leute kommen, fragen dich nach dem Islam. Du kannst die Leute aufklären hier. Beispielsweise. Und Alhamdulillah. Das ist die Aufgabe, die die Propheten übernommen haben. Der Prophet, a.s.w., der hat die Leute zu den Menschen geschickt. Mu'adh ibn Jabal hat den in Jemen geschickt. Wenn du in die Fußstapfen von deinen Vorbildern treten willst, dann versuche Wissen zu lernen und diese Religion zu verteidigen. Das ist ganz wichtig. Subhanallah. Das ist Pflicht für uns.
in der heutigen Situation. Dass ihr lernt. Und glaubt mir eins, Bruder, glaubt mir eins. Viele Leute, die wir sehen, seien wir ganz ehrlich, das Herz ist krank geworden. Und am jüngsten Tag, Allah sagt, يَوْمَ لَيَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ عَاتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Nur jüngster Tag wird dir kein Geld nützen, wenn dir keine Kinder nützen, nur wer zu Allah kommt, mit einem reinen Herz, mit einem gesunden Herz. Das Herz ist krank geworden, von was? Von diesen ganzen Viren. Welche Viren, meine ich? Die schlechten Taten, schlechte Worte, schlechte Blicke, schlechter Umgang, schlechte Gespräche. Die ganzen Sünden sind das, was das Herz krank gemacht hat. Rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich wie eine Krankheit auf ihr Herz gelegt. Wie Schmutz. Wenn das Herz krank ist, wenn das Herz kaputt ist, ne, wo willst du das reparieren? Wenn dein Auto kaputt ist, was machst du? Dann gehst du in die Werkstatt. Wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt, oder? Gehst nicht zum Metzger, oder, mit dem Zahn. So. Die Werkstatt für dein Herz im religiösen Sinne ist die Moschee. Komm in die Moschee. Nicht nur Freitagsgebet. Komm öfter hierhin. Macht etwas aus mit dem Imam, dass ihr etwas lernt. Dann nehmt euch ein Heft mit. Guck mal, zum Beispiel heute, wir waren in einem Unterricht. Keiner hat ein Heft mitgebracht. Ich, Alhamdulillah, ich bin hier, Alhamdulillah. Ist kein Problem. Brüder, ich will euch nicht beschimpfen oder so. Ich möchte nur verbessern. Weil ich bin hier nicht hingekommen zur Belustigung. Da kann ich zu Hause bleiben, kann ich mit meiner Frau Scherze machen. Sondern ich bin hier hingekommen, weil ich will was bei euch hinterlassen. Bruder, ich will, dass ich hier rausgehe aus der Moschee und ich will, dass ich nächstes Jahr hinkomme, dass die ganze Moschee rappelvoll ist und ihr alle so ein Bad habt, möchte ich. Oder so ist auch okay. Nein, aber ich möchte, dass sich was verändert. Ich möchte, dass ich nächstes Jahr hinkomme. Hier haben 20 Deutsche den Islam angenommen. Wer hat heute seine Freunde aus der Schule bekanntlich Bescheid gesagt? Vom Fußball. Wer hat die Bescheid gesagt? Wer hat die mitgebracht in die Moschee?